So, willkommen zurück zu Goldenzahn, die vergessene Epoche. Wir haben letztes Mal Trinisatus fertig gemacht, den letzten Boss des Spieles. Ja, das heißt, das ist der letzte Part. Quasi, wo viel Text gibt und der Abspann kommt. Das war's. Wer sind Sie? Das war, wovor ich euch warnen wollte. Es war nicht nur der Drache, den ihr getötet habt. Ich weiß, du wolltest uns doch warnen, aber wir konnten nicht mehr zurück. Kraden, was weißt du? Warum wolltest du verhindern, dass wir gegen diesen Drachen kämpfen? Es war die letzte Falle des alten Weisen. Falle? Was meinst du? Was meinst du? Der alte Weise wusste, dass er euch nicht aufhalten konnte. Daher hat er eine grausame, gemeine List angewandt. Kraden, was... Ich verstehe nicht. Was willst du uns sagen? Cosma, lass uns sehen, wer diese Leute sind, während die anderen sich wieder sammeln. Nein, die nicht hin. Du sollst das nicht sehen. Es bringt dir nur Schmerzen. Was sagst du denn da gerade? Sie können uns nicht mehr tun. Wir wollen nur... Wer macht? Was ist los, Jenna? Es kann nicht sein. Wie? Was ist los, Isaac? Isaac, ich kenne ihn. Das ist dein Vater. Dann ist das andere Bein doch nicht. Mutter, Vater. Ich werde Jennas Eltern heilen. Schnell, Mia, kümmere dich um Isaac Vater. Wenn ich doch nur früher erkannt hätte. Ich hoffe, die Spielsoundmusik ist jetzt nicht zu laut. Ich stelle sie mal kurz ein bisschen runter. Ja. Nee, eigentlich nicht so. Hab ich mir doch ein bisschen zu laut. Du bist angenehmer. Was los, Aaron? Warum hörst du auf? Jennas Eltern brauchen dich. Gib nicht auf. Gib mich auf, Mia. Du darfst nicht aufgeben. Du musst sie retten. Es hat keinen Sinn, Ivan. Ich habe keine Kraft mehr. Ich auch nicht. Und selbst wenn, es wäre denn noch zu spät. Was sagt ihr denn da? Sie können nicht mehr. Das will ich damit nicht sagen, Jenna. Endlich habe ich die gefunden. Wir hätten endlich wieder zusammen sein können. Zum ersten Mal seit Jahren. Jenna. Bitte, es darf nicht sein. Mutter, mach doch auf. Ich bin Jenna. Verlass mich nicht. Jenna, du musst darauf gefasst sein, was dir das nächste bevorsteht. In einen Drachen verwandelt zu werden, ist diese Form zu... Und in dieser Form zu kämpfen, all die erfordert enorme Kräfte. Worauf willst du hinaus, Kran? Gegen euch zu kämpfen hat eure Eltern ihr letztes bisschen Energie gekostet. Die haben nicht die Kraft, um... Selbst wenn sie den Kampf gewonnen hätten, wäre ihr Leben zu Ende gewesen. Ihr dürft euch dafür nicht die Schuld geben. Die Eltern sind tot? Du Ungeheuer! Warum hast du das getan? Warum mussten wir gegen Jennas Eltern kämpfen? Du bist kein Gott, du bist kein Beschützer, du bist das Böse. Du verstehst den Schmerz nicht, den du verursacht hast, alter Weise. Du hast keine Ahnung, welchen Schaden du an ein Kind anrichtet hast, das erfährt, dass er seine eigenen Eltern vernichtet hat. Das ist genug. In diesem Moment, als ich mein Schwert erhob, wusste ich, was ich im Begriff war zu tun. Wir haben dem alten Weisen getrotzt, um die Welt zu retten. Unsere Eltern würden das verstehen. Glaubst du auch, Felix? Du hast recht, es schmerzt, aber es ist wahr, wir haben das nicht für uns getan. Es geschah alles zum Wohle von Bayards. Wir haben noch immer eine Chance, Brock zu retten. Wir mögen zwar deine Eltern nicht mehr retten können, dafür retten wir aber unzählige andere. Keile. Und die anderen haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Sie haben ihr Leben geopfert,
damit wir weitermachen konnten. Ich hätte mir niemals gedacht, dass meine Taten helfen würden, die Welt zu retten. Selbst wenn das entzündete Leuchten des Krieg und Leid hervorbringen könnte, werde ich dir noch nichts bereuen. Es bleibt noch nur noch wenig Zeit. Felix, benutze den Marsstern. Ertöne das Feuer. Und das ist wahrscheinlich unsere letzte Tat. Das letzte Mal, dass wir was machen werden. Ich weiß nicht, wo mich sogar hier hinstellen war. Ach so, einfach nur bitte den Marsch hereinwerfen. Ja. Ach so. Und der letzte Elementarstern. Menschstern wird reingeschmissen. Und der Leuchtturm wird entfacht. Damit wäre auch der letzte Leuchtturm entfacht. Wir haben unsere Mission erfolgreich erfüllt. Könnte man so sagen. Hallo. Das Feuer ist entzündet. Und dabei habe ich euch begleitet, um eben die zu verhindern. Und ich begann die Reise als ein Gefangener, gegen meinen Willen festgehalten. Hätte mich die Flutwelle nicht erfasst und vom Kurs abgebracht, wäre ich jetzt nicht hier. Wie viele Leben wurden genommen oder für immer verändert, um diese Flamme zu entfachen? Mutter, Vater, Welt wurde gerettet. Du hast recht, auch ich höre Stimme. Ich sage es dir, ich könne sie hören. Wer hat das gesagt? Wer bist du? Wir sind in Emil. Wir sind am Fuße des Marks gestorben. Du kannst nicht. Du kannst nicht. Hey, ich kenne diese Stimme. Es ist Mia. Ich weiß, du bist es, Mia. Ihr seid es. Natürlich sind wir es. Wir können dich hören, Mia. Du scheinst in Sicherheit zu sein. Ich bin so glücklich. Wir sprechen diese Kinder. Ich weiß nicht. Sie standen hier und haben zu allen gesagt, sie sollen den Leuchtturm verlassen. Merkwürdiger Haufen von Kindern, wenn du mich fragst. Wie kommt es, dass wir euch hören können? Ich weiß es nicht, aber ich hatte uns gesagt, dass wir euch hören können. Wenn wir jetzt hierher kommen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Wir haben geschlafen und er ist unser Traum erschienen. Er sagte, geh zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm? Warum? Er sagte, dass wir eine Botschaft überbringen müssen. Er selbst sei zu beschäftigt. Welche Botschaft? Wir möchten euch alle warnen. Ihr sollt den Leuchtturm fernbleiben. Was? Wird geschehen? Ich eigentlich nicht, aber er sagte, und wir sollten auch die Leute von Eiferberg fernhalten. Aber wer ist er? Du hast doch uns immer noch nicht gesagt. Du bist im Glück, Mann. Und blödig verrate ich gar nicht. Beachte ihn gar nicht. Ich bin es, Mia. Kannst du mir sagen, wer zu dir gesprochen hat? Ihr habt doch gesagt, dass ich es nicht weiß. Aber er sah wie ein großer Fels aus. Mit einem einzig großen, felsigen Auge. Der alte Weise. Was kann er nur vorhaben? Natürlich, jetzt verstehe ich. Der alte Weise sagte, wenn alle vier Leuchtturme erstrahlen, wird die goldene Sonne erheben. Wenn dies geschieht, sind die Eiferberg und Leuchttürme kein sicherer Ort mehr. Also war der alte Weise die Menschen in der Träume und sagt ihnen, sie sollen sich in Sicherheit bringen. Warum sollte er das tun? Du siehst doch, was er uns angetan hat. Er führt dich ins Gute im Schilde. Hast du es nicht gelernt?
Nicht immer enthüllt jemand die Taten seine wahren Absichten. Hammer! Schwester! Schwester! Meister Hammer, habt ihr euch eine Nachricht erhalten? Ja, ich wurde in einen Traum in Super-Jupiter-Leuchter gerufen. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Aber ich sehe, dass dies schwer Verlust verbunden war. Euer Leid war beinahe unerträglich. Meist aber meine Eltern. Ich weiß, Jenna. Und es tut mir unendlich leid. Trotzdem solltest du Hoffnung für sie noch nicht aufgeben. Was? Was meint ihr damit, Herr Meister? Erscheinungen können trügerisch sein. Der Altweise verfügt über ein mitfühlendes Herz. Er hat uns gezwungen, gegen einige unserer Eltern zu kämpfen. Was soll daran mitfühlend sein? Wäre der alte Weise wahrhaft böse, würde er mich nicht in meinen Träumen von Gefahren warnen. Nun, ich glaube nicht, dass... Was hat er dann vor? Uns bleibt nicht die Zeit, das jetzt zu diskutieren. Sie hat recht. Wenn der alte Weise sagt, dass er in... dass es in der Niederlochtau nicht mehr sicher ist, sollten wir besser darauf hören. Ich werde mich jetzt auch in Sicherheit bringen. Ich sollte sofort vom Leuchtturm verschwinden. Beeilt euch, lasst uns gehen. Was mit unseren Eltern? Wir können sie nicht zurücklassen. Ich verstehe, wie ihr euch jetzt fühlt. Aber wenn wir sie mit uns nehmen, werden wir es nicht mehr schaffen. Triff es deine Entscheidung. Sollen wir sie mitnehmen? Ja. Es ist so gefährlich, die goldene Sonne. Nimm Gestalt an. Die Lichtstrahl geht vom Leuchtfeuer aus. Es kommt direkt vom Marsstern. Was wird jetzt geschehen? Die Macht der Alchemie wird auf der ganzen Welt wieder freigesetzt. Wir müssen Isaacs Vater und Jennas Eltern fliehen. Hör auf! Lass mit den Handgelenken los! Gerrit, reiß dich zusammen! Niemand fasst dich an! Ich mein's ernst, ich... Das Leuchtfeuer! Jenna! Jenna, wir müssen deine Eltern tragen. Mutter, Vater. Was geschieht? Keine Zeit für Fragen. Trag die einfach. Trag die und geht. Werden sie es geschafft haben? Anscheinend ja. Vielen Dank, Phoenix und auch Isaac und Graden. Durch die Aktivierung des Marsleuchtturms konnten wir verhindern, dass die Gallierfälle unsere Stadt verschlingen. Wir sind glücklich, geholfen zu haben, Beat, um den Untergang zu retten. Ich habe viele Prüfungen bewältigt, mehr als wir es uns jemals vorstellen könnten. Wir hatten keine Ahnung, was uns bevorstand, als wir das letzte Leuchtfeuer erfachten. Als wir unser Lichtblitz des Leuchtfeuers sahen, ahnten wir nichts, was ihr durchleiden musstet, um sie zu bewirken. Ich dachte, es wäre unser Ende. Niemals hätten wir es mit den Leichen unserer Eltern entkommen können. Zumindest nicht, wenn wir uns nicht zusammengerissen und unsere Kummer bewältigt hätten. Das Licht war so strahlend. Ich werde es immer bereuen, dass ich das Leuchtfeuer nicht aus Ferne sehen konnte. Ich verstehe deine Reue. Als Gelehrter, als Alchemie, wärst du höchst beeindruckt gewesen. Aus dem Südosten sah ich blau, rote und purpurne Strahlen fluten. In dieser Richtung die Quelle, nicht wahr? Strahlt das Licht zu euren Heimatstadt. So ist es. Der alte Weise sagte, der Strahlen würden sich am Alphaberg vereinen. Wir sahen eine Kugel aus goldenem Licht. Sie erstrahlte direkt über Whale, die goldene Sonne. Das war die goldene Sonne, die über den Alphaberg entstand. Kraner ist echt der Mann mit den dummen Stimmen. Der hat immer eine neue Stimme, weil ich nicht irgendwie merken kann, wie ich spreche. Wenn ich mich nicht erinnere, dann sagt die Legende, die goldene Sonne ist eine Explosion in dem Moment, in dem sich der Stein der Weisen entsteht. Solche Legenden existieren selbst hier. Ich wünschte, ich hätte es das früher gewusst. Ich fürchte, dass die gesamte Energie über eure Heimatstadt Vale freigesetzt wurde. Deswegen sind wir sehr besorgt. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich nach Vale zurückkehren können.
Oh, können wir nichts tun, um euch zu bleiben, zu überreden? Wir hatten gehofft, dass ihr würdet doch eine Weile in Prox bleiben. Aber es scheint eher unwahrscheinlich. Keine Sorge, wir werden zurückkommen, sobald sich die Dinge etwas beruhigt haben. Nicht wahr? Ja. Die Bürger unserer Stadt werden es euch nicht vergessen, dass ihr am Rande der Apokalypse gerettet habt. Dass ihr uns am Rande der Apokalypse gerettet habt. Bitte besucht uns bald wieder. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr vielleicht nicht länger auf dieser Welt weilen. Sag nicht so etwas. Ich bin mir sicher, dich erwartet noch ein langes Leben. Oder mich. Nun, ich glaube, wir sollten schnell nach Welt aufbrechen. Du hast recht, Kram. Wenn wir nicht schnell genug sind, könntest du, weiß schon wer, Ärger versuchen. Wenigstens sind einige eurer Sorgen zerstreut worden. Ihr seid sicher froh, dass wir alle drei von den Schwelle des Todes zurückgeholt haben. Aber die Eltern nehmen doch. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich sei, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich kann es gänzlich nicht verstehen. Aber es besteht kein Zweifel. Die Feuerenergie, die aus dem Leuchtfeuer strömte, hat ihren Lebensfunken wiedererweckt. Ich hätte nicht erwartet, dass so viel Türenergie durch diese Strahlen freigesetzt werden würde. Mir bleibt nur die Erklärung, dass ihre Lebenskraft nicht völlig erloschen war. Es war ein Wunder, aber die Feuertürenergie scheint sie wieder belebt zu haben. Und wäre euch eure Eltern kein Adepten gewesen, hätte die Welle die Türenergie zu verfehlt. Isaac, warum braucht ihr beide so lange? Lasst mich nicht warten. Oh, da ist Jenna. Bin zu spät und sie sieht nicht amüsiert aus. Dann soll ich ihr sagen, dass wir jetzt abreisen? Ja. Es tut mir leid, wir sind fast fertig. Kannst du mit den anderen der Stadttor auf uns warten? Ich meine es ernst. Wenn ich noch länger warten muss, werdet ihr euer Leben nicht mehr froh. Ich werde draußen mit ihnen warten. Ich glaube nicht, dass sie noch länger warten möchte, Felix. Wir sind bereit, nach Hause aufzubrechen. Ach, keine Geduld. Na gut, es ist wohl an der Zeit zu gehen. Müsstet ihr die Reise nach Hause sicher und ruhig verlaufen. Wir werden niemals vergessen, was ihr für Prox getan habt. Ja. Es ist Tatsache soweit. Warum hat das so lange gedauert? Mutter und Vater warten schon auf dich. Das ist nicht wahr, Felix. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, um dich von allen Prox zu verabschieden. Mach dir um uns keine Sorgen, Felix. Puelle und die anderen werden dich ja gut um uns kümmern. Sag ihnen nicht so etwas. Wir werden es hier noch für immer festsitzen. Es scheint, als würdest du langsam wieder zu deinem alten Ich finden, Jenna. Nach dem Kampf hast du so bitter Tränen Trauer vergossen. Was? Du spinnst wohl. Dafür gibt's keine Beweise. Schön langsam. Vergiss nicht, dass sie angenehm musste, dass ihre Eltern nicht mehr am Leben sind. Oh, du hast geweint, Jenna. Nein, ich sagte, das habe ich nicht. Jetzt muss ich auch noch an meine Familie denken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie so vermissen würde. Ich hoffe nur, dass in Fehl alles munter und gesund sind. Ich möchte nur endlich wieder nach Hause. Ich möchte sehen, wie es meiner Mutter geht. Keine Sorge, mein Sohn. Ich bin sicher, dass es Dora sehr gut geht. Sie ist eine starke Frau. Und sie würde nicht zulassen, dass ihr irgendetwas geschieht, bevor du zu Hause bist. Verzeiht, dass wir euch alle warten ließen. Es ist die Zeit gekommen. Wir können wieder nach Welt zurückkehren. Nachdem wir Prox verlassen haben, gehen wir nach Angara und von dort aus nach Vale. Ich kann es kaum erwarten, eure gefügige Schiffe zu sehen. Das klingt ja wirklich unglaublich. Ich erinnere mich kaum noch an unsere Reise nach Prox.
Dies ist wirklich mein erste Fahrt auf ein Schiff. Ich hörte, dass wir im Winde und Weile das Boot zum Schaukeln bringen. Hoffentlich wird mir dabei nicht übel. Unser antikes Schiff fliegt über die Welt hinweg. Die Reise wird sehr angenehm. Es scheint, als hätten wir eine aufregende letzte Reise vor uns, nicht wahr? Ja. Wow, ich fühle mich wie damals, als unser eigenes Abenteuer begann. Es ist so lange her. Wenn du noch lange so weiter redest, werden wir nirgendwo mitfahren. Lass uns gehen, Felix. Was ist los, Jungs? Wollt ihr nicht gerade abreisen? Ja. Es ist schwer zu glauben, dass unsere Reise sich am Ende zuneigt. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich hoffe nur, dass Vale die Sache ebenso gut überstanden hat wie Prox. Das werden wir erst erfahren, wenn wir dort sind. Ich kann es nicht aufhören, an meine Eltern zu denken. Waren die beide in Vale? Kannst du keine Vermutung anstellen, Kahn? Wird Vale noch immer stehen, wenn wir dort ankommen? So etwas kann ich mir nicht anmaßen. Ich kann es in deinen Augen sehen, Kahn. Du glaubst noch etwas geschehen wird, nicht wahr? Es besteht eine Möglichkeit, eine, die ich nicht ignorieren werden darf. Nicht ignoriert werden darf. Wenn es nicht mehr existiert, warum sollten wir dann überhaupt noch zurückkehren? Denkst du denn wirklich, du Isaac? Was mit dir, Felix? Hast du schon alles vergessen, was wir besprochen haben? Du sollst dein Gedächtnis etwas auffrischen. Was meinst du? Unser Gespräch mit Hammer, nachdem wir das Leuchtfeuer entzündet haben. Erinnerst du dich nicht daran, was die Kinder im E-Mail gesprochen haben? Am Fuß des Merkurleuchtturms? Als die Leute gewarnt wurden, den Leuchtturm fern zu bleiben. Ja, der alte Weise hat alle angewiesen, zur Flucht zu suchen. Ja, und weiter? Verstehst du es immer noch nicht, Garrett? Die Eltern wurden wahrscheinlich auch weit. Selbst wenn Welt zerstört worden, dein Leute. So werde ich dennoch, dass die Bewohner sicher. So erwarte ich dennoch, dass die Bewohner dich halten. Ich glaube, das ist wahr. Sind alle munter und wohlauf. Stimmt, was ich auch immer geschehen sein mag. Meine Familie ist sicher am Leben. Da hatte ich völlig vergessen. Vielen Dank, Kran. Garrett, kannst du dafür sorgen, dass dies jeder erfährt? Gut, dann vorwärts, ihr beiden. Wir müssen die anderen einholen. Kran. Warum hat der alte Weise unsere Eltern in einen Drachen verwandelt? Warum ließ er uns gegen sie kämpfen? Ich meine, wir hätten sie beinahe getötet. Er hätte versucht, uns dazu bringen, unsere eigenen Eltern zu töten. Warum? Glaubst du, er hätte das von Anfang an in Absicht, sie sterben zu lassen? Nein, ich glaube, das glaube ich auch nicht. Ah, dann verstehst du also nicht, warum er auch diese Prüfung aufgelegt hat, wenn er wusste, dass sie überleben würden. Wir könnten niemals voll und ganz die Motive seines Wesens erkunden, die von solcher Allmacht ist, wie auf der alte Weise. Du weißt es also auch nicht, Kran. Ich kann es nur Vermutungen wagen. Ich glaube, der alte Weise wollte euch auf die Probe stellen. Wie meinst du das? Mehr kann ich ja auch nicht sagen. Es liegt an euch, die Antwort darauf zu finden. Wären wir die Alchemie dazu missbraucht, Kriegen zu führen, Armeen aufzustellen, oder werden wir sie einsetzen, um die Weisheit zu erlangen und kleine Fäden beizulegen und große Taten zu vollbringen? Ihr wart bereit für die Erfüllung eurer Aufgabe, jetzt Opfer zu bringen. Ich würde sagen, ihr habt die Herausforderung gemeistert. Würde ich auch sagen. Hey, nicht runterfallen. Mikro. Böses Mikro. Ups. Sind uns die anderen schon so weit voraus? Wir sollten uns beeilen und die anderen einholen, bevor sie zurücklassen. Ich habe kein Interesse daran, den ganzen Weg bis nach Welt zu Fuß zurückzulegen. Wenn ihr das auch so seht, sollten wir bitte einen Zahn zulegen. Alex, Felix, lass uns gehen. Ja.
Ja, das war Goldenzahn, die vergessene Epoche. Ein schönes Spiel. Wir haben alle Gins geholt. Wo bleibt Dolmosch bitte stehen? Alle Gins geholt, alle geheime Bosse geplättet. Alle zusätzliche, glaube ich, Beschwörungen geholt, die man so finden konnte. Und da sehen wir nochmal Alex. Der gerade klettert. Die goldene Sonne, die Macht des Quintet, der Macht der Alchemie. Es beginnt. Warte auf mich, bitte, warte. Warte, bis ich auf den Gipfel des Alphabergs erreicht habe. Ach, das ist der Alphaberg. Und da sehen wir ihn hochklettern. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe Trisortos am Ende doch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte eigentlich, ich würde ihn locker ganz schnell fix und fertig machen. War leider nicht der Fall. Ich dachte, wir würden so ungefähr so schnell gehen wie Dulahan, so ein bisschen schneller, aber ne, war, ich hab's gewaltig unterschätzt. Ja, trotzdem finde ich das gut gemacht, vor allem, dass man auch, vor allem, um Dulahan besiegen zu können, braucht man alle Gins, also die vom ersten, man muss also im ersten Teil auch komplett alle Gins finden und die dann übertragen. Nur dann kann man halt wirklich dieses Spiel komplett beenden. Mit allen geheimen Sachen. Na gut, ich gäbe wahrscheinlich ein paar Nebenaufgaben, Quests oder so, die man bestimmt machen konnte, die ich nicht wovon ich nicht wusste. Kann sein. So wie im Haus reingehen, halt so kleine Szenen. Gibt bestimmt welche, die hätte ich machen können, wenn ich wüsste, wenn ich da gefunden hätte. Habe ich aber diesmal nicht gewusst. Aber ist auch nicht schlimm. Das Spiel ist jetzt beendet und das ist die Hauptsache. Ja, ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Es macht super viel Spaß. Ja, aber Trisortos ist auch wirklich für den Endboss von den Endkampf eigentlich 40 Minuten. Es war ein epischer Endkampf, definitiv. Epischer als der Kampf gegen Dulahan. Dulahan. Definitiv. Aber es hat auch Spaß gemacht und das ist das Wichtigste. Ich hoffe, euch hat das Projekt auch sehr gut gefallen. Die Musik ist einfach nur episch geil von Goldenzahn. Die Charaktere finde ich auch cool gemacht. Sind auch cool drauf. Vor allem, wenn man überlegt, Verlauf der Spiele. Am ersten versucht man dazu verhindern, die Leuchttürme, und am zweiten will man umso mehr die Leuchttürme noch zu entfachen, um die Welt zu retten. Um die goldene Sonne zu erwecken. Und da passiert jetzt was. Die goldene Sonne. Hat er jetzt erhalten oder was? Endlich, es ist mein, die ewige Leben und endliche Macht. Endlich kann ich die Mächte der Natur nach meinem Willen lenken. Erhebt euch, Stürme. Erhebt euch und entfesselt eure Macht über Vale und den Ausläufer des Alphabergs. Haha, funktioniert wohl nicht. Eigentlich, ich sollte doch über unendliche Macht verfügen. Warum will mir denn der Sturm nicht gehorchen? Weil du schlecht bist. Wer bist du? Man nennt mich den alten Weisen. Der alte Weise, der Beschützer von Vale. Du strebst also nach unendlicher Macht. Danach streben? Ich habe sie gerade erhalten. Nein, deine Macht mag zwar beinahe unendlich sein, aber auch sie hat Grenzen. Beinahe unendlich? Du sprichst in Rätseln. Siehst du es nicht? Die Macht ist mein. Ja. Auch verfügst du über ein beinahe ewiges Leben. Und deine Türenergie ist etwas stärker geworden. Wenn du versuchst, mich zu entzürren, dann koste, wie viel Macht ich tatsächlich habe. Ja. Er bewegt sich und derb.
Sieh mich an, mein Körper erfüllt von der Macht. Boom. Wie? Was geht dir vor? Ich sollte allmächtig sein. Wie kannst du mich besiegen? Du bist nicht allmächtig, Alex. Deine Macht hat Grenzen, so wie auch dein Leben. Das kann nicht sein. Wer ist für diesen Verrat verantwortlich? Wer hat meine Träume beraubt? Ich, der alte Weiter, habe dem Marsstern einen Teil der Macht verliehen, die aus der goldenen Sonne entstanden ist. Sie liegt nun in den Händen des jungen Isaac. Warum? Ach, der Himmel und die Erde bannen dich, Alex und alle. Und du, Alex, du musst fliehen sofort. Was? Schon bald wird der Eifelberg ins Herzen der Welt hineingezogen. Flieh oder begleite ihn für alle Zeiten. Fliehen? Ich kann mich gar nicht bewegen. Und jetzt erfährst du die Grenzen deiner Macht. Wenn dich die Erde verschlingt, wirst du dies kaum überleben. Du solltest tatsächlich mit dem Leben davon kommen. Werden wir uns eines Tages wieder gegenüberstehen. Ob Alex das überlebt, das erfährt man leider nicht. Naja, egal. Halb so schlimm. Ne? Endlich sind wir wieder in Rail. Was ist los, Garrett? Du bist endlich wieder zu Hause. Freust du dich nicht? Garrett ist besorgt darüber, was mit diesen Bewohnern von Rail geschehen ist. Es ist alles hinter dem nächsten Hügel. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie eure Heimatstadt aussieht. Sie ist wunderschön, ich bin mir sicher. Sie wird dir gefallen, Aaron. Ich werde einfach meine Augen schließen. Sag mir, wann ich sie wieder aufmachen kann. Gar nicht. Ich auch. Kann mir bitte jemand sagen, wie die Dinge stehen? Ich werde gehen. Komm mit mir, Felix. Wie sieht's aus, Isaac? Wir sind fast da. Das kann nicht sein. Was ist los, Isaac? Felix, so sag doch etwas. Es tut mir leid, Jenna, aber weh, der Eifelberg, die sind fort. Was? Das ist schrecklich. Ist das der Eifelberg? Mutter. Dora. Mutter, Vater. Isaac, Garrett. Was kann ich tun? Was soll ich sagen, um euch zu trösten? Sieht auch geil aus. Sind hier irgendwo. Wir müssen hier sein. Was könnten wir tun? Wie können wir ihnen jetzt noch helfen? Ich weiß nicht. Ruft noch nach ihnen. Was für eine Tragödie. Ich werde sie rufen. Isaac, Garrett. Ich verstehe, wie ihr euch fühlt. Auch mir erging es so. Aber hier herumzustehen wird niemand zurückbringen. Lasst uns nach Vault zurückkehren. Wir können uns dort ausruhen und uns Gedanken sammeln. Deine Familie ist in Sicherheit, Felix. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Aber was soll ich denn jetzt tun? Ich bin völlig allein. Oh, armes Baby. Cosma, was ist denn in dich gefahren? Wie kannst du nur so etwas zu Garrett sagen? Hihihi, ich frag mich. Cosma, Mia, findet ihr das etwa komisch? Ich hab all verloren, meine ganze Familie. Garrett, sei nicht traurig. Ich dachte, nach all euren Abenteuern werdet ihr ein wenig mehr Vertrauen haben. Haha, ich habe meinen Bruder heulen sehen. Was? Und da sind sie. Du bist wieder zurück, Garrett. Ich wusste, dass ich dich so schnell nicht unterkriegen lassen würde, mein Sohn. Willkommen zu Hause, Garrett. Du scheinst überrascht zu sein und zu sehen, Garrett. Wir haben... Wie, ihr habt überlebt? Der alte Weise
hat uns vor der Gefahr gewarnt. Er führte uns an einen sicheren Ort. Alles wurde zerstört, unsere Häuser, unsere Stadt. Aber die alte Weise hat euch alle gerettet. Ich bin nicht allein. Wenn ihr es geschafft habt, ist dann Dora auch bei euch? Dora! Mutter! Willkommen zu Hause! Kai, Isaac! Du bist am Leben! Du auch! Oh, das ist ein schönes Ende. Das ist ein schönes Bild. Nein, wir kommen nicht reden. Nein, kommen wir nicht. Doch, kommen wir wohl. Obwohl, oder kommt ihr mir nicht? Ich weiß es nicht. Obwohl, ich weiß schon, aber ich verrate euch nicht. Ha, ha. Und dann sieht auch mir sieht geil aus. Felix und Jenna. Cosmo und Aaron. Ein schönes Ende. Ende. So, das war Golden Sun, die vergessene Epoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit diesem Part. Es war ein schönes Spiel. Ja. Gibt auch noch was zu sagen? Das war Golden Sun, die vergessene Epoche mit Architosk. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem neuen Projekt. Ein neues Abenteuer. Was es sein wird, lasst euch überraschen. Oder ihr guckt die alten Let's Plays. Dann wisst ihr, was es ist. Aber für die neuen Projekte, lasst euch überraschen, was euch die Zukunft bringen wird. Ich weiß es, ihr nicht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.